Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich möchte heute für euch vier vegan rohköstliche Rezepte mit Giersch zaubern. Und zwar einen leckeren Giersch-Tomatensalat, Giersch-Pesto, eine leckere Giersch-Süßspeise und Giersch-Limonade. Wer von euch noch nähere Informationen zu dem Giersch braucht, den lade ich recht herzlich dazu ein, mein Video zu schauen: Wildkräuter unserer Natur, der Giersch. Hier habe ich heute jetzt schon ganz leckere Giersblätter gesammelt. Hier hauptsächlich die kleinen, die noch schön zusammen sind. Und zwar diesen schönen großen Haufen. So, und ich werde jetzt beginnen mit meinem Giersch-Tomatensalat. Den Salat kann man natürlich variieren, wie man möchte. Ich liebe es, wenn es einfach ist. Und drum wird der Salat bei mir heute nur aus Tomaten und Giersblättern bestehen. Ich habe heute die Tomaten gewählt, weil es heute besonders leckere gab, die auch nach Tomate duften. Okay, damit werde ich jetzt beginnen und ich werde das Ganze jetzt erstmal vorbereiten, indem ich die Tomaten klein schneide und den Giersch, den ich für den Salat verwende, klein schneide. So, hier ist er, mein leckerer Salat. Tomate mit Giersch. Den werde ich dann gleich zusammen mit dem leckeren Giersch-Pesto verspeisen. Und das leckere Giersch-Pesto, das will ich jetzt als nächstes machen. Dafür nehme ich dann eine Handvoll von dem Giersch. Den werde ich im Vitamix-Trockenmixer klein häckseln. Und zwar zusammen mit diesen Mandeln. Die sind über Nacht eingelegt und die Häutchen habe ich alle abgezogen. Zusammen mit den Mandeln werde ich die jetzt im Trockenmixer zerkleinern. Da ist es. Das kann man natürlich auch anders zerkleinern, entweder mit der Hand oder in einem anderen Mixer. Beim Pesto ist es ja schön, wenn das alles noch ein bisschen nicht zu fein ist. Man kann es natürlich auch ganz fein machen, je nachdem, wie man möchte. So, jetzt habe ich sozusagen den Giersch und diese Mandeln zerkleinert. Es schmeckt übrigens auch sehr lecker, wenn man statt den Mandeln Pinienkerne oder Zedernkerne verwendet. Man kann das eigentlich variieren, wie man möchte. So, und dazu gebe ich jetzt einen Teelöffel Salzsole. Man kann natürlich auch normales Salz nehmen. Das ist sehr konzentriert, darum reicht da ein Teelöffel völlig aus. Und einen Schwab Olivenöl. Ich habe gerade welches aus Zypern. Gutes Olivenöl. Schütte ich jetzt hinzu. Das reicht. So, das wird jetzt ein bisschen vermischt. Und schon habe ich da ein leckeres Pesto gezaubert. Da läuft ein gleiches Wasser im Mund zusammen. Als nächstes möchte ich jetzt eine leckere Süßspeise mit Giersch zaubern. Und zwar nehme ich dafür zwei Bananen. Ich möchte nochmal betonen, alles, was ich benutze, ist auf jeden Fall Bio-Qualität. Zwei Bananen und ein paar Datteln. Das ist gut, wenn man die vorher 2 Stunden im Wasser einlegt. Das mache ich dann in meinen Mixer rein, Vitamix. Und das wird dann eine sehr leckere Creme. Noch sehr lecker dazu ist Vanille. Ich streue etwas Vanille rein. Und hier nochmal, so viel reicht dann für die Limonade. So, und noch eine Handvoll Giersblätter. Da kommt dann nur ein ganz kleiner Schluck Wasser dazu, weil das soll ja schön cremig dann werden. Eine leckere Giersch-Süßspeisencreme. Das gehe ich jetzt gleich erstmal wieder mixen. So köstlich sieht das dann aus. Das lieben übrigens Kinder sehr, zumindest meine Kinder, so als Süßspeise. Das ist dann der Nachtisch für diesen leckeren Salat. So, und als letztes
Diese Girschblätter habe ich noch übrig. Als letztes werde ich eine Girschlimonade herstellen. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ich nehme eine Schüssel, zerschneide den Rest der Girschblätter. Fülle sie in die Schüssel ein. Dann nimmt man den Saft einer halben Zitrone. Habe ich jetzt hier schon ausgepresst. Das kommt da drauf. Einen halben Liter Apfelsaft. Ist natürlich schön, wenn man diesen Saft kann man natürlich auch aus Äpfeln, aus frischen Äpfeln herstellen. Ein halber Liter. So, jetzt habe ich hier den Apfelsaft mit der Zitrone und dem Giersch. Das Ganze lässt man jetzt über Nacht stehen und morgen ist das dann herrlich durchgezogen und dann macht man sich dann frisch vorm Trinken noch einen Viertelliter Mineralwasser kippt man dann drauf. Und dann ist das eine köstliche, sehr erfrischende Limonade. Perfekt für den Sommer. Okay, liebe Leute. Das waren meine vier Rezepte für euch. Hier diesen leckeren Salat. Den gibt es jetzt bei mir. Da mache ich dann dieses leckere Girschpesto drauf. Das ist dann mein Nachtisch. Diese köstliche Giersch-Süßspeise. Und diese Limonade, die wird es dann morgen geben. Es hat mich sehr gefreut, euch das alles zu präsentieren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüssi und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.